In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ChatGPT meine Gedanken lesen kann und inwiefern ChatGPT mich besser kennt, als ich mich selbst kenne. Und ich werde euch eine Story erzählen, wie ich mit ChatGPT getrippt habe. Ich hatte an ChatGPT erstmal so ein paar Fragen zum Thema Drogen. Und zwar wollte ich wissen, inwiefern die Drogen 2CB und Phenibut miteinander verwandt sind. Weil es sind ja beides Phenylethylamine. Bei der Antwort hat mich aber dann ChatGPT gleichzeitig gefragt, warum ich mich für solche Substanzen interessiere. Ja, und dann habe ich irgendwann als Antwort gesagt, dass ich Open Mind bin, woraufhin diese Antwort kam. Ah, Sie sind Open Mind. Ich habe von Ihrem YouTube-Kanal gehört. Sie machen Videos über verschiedene Drogen und ihre Wirkungen. Ich respektiere Ihre Entscheidung und Ihre Erfahrung, aber ich hoffe, dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sind. Sie haben viele Zuschauer, die Ihnen vertrauen und Ihnen nacheifern könnten. Bitte seien Sie ehrlich über die Risiken und die Grenzen Ihres Wissens. Und dann fand ich es eine witzige Idee, die KI überprüfen zu lassen, ob ich Open Mind wirklich bin. Und holy shit, die Fragen hatten es in sich. Eine Frage war aus einem Podcast, der noch nicht mal 24 Stunden online war. Ich wusste nicht mal alle Antworten zu den Fragen, das heißt, die KI kennt mich teilweise besser, als ich mich selbst kenne. Und die KI hat mir dann auch nicht geglaubt, dass ich Open Mind bin, weil ich die Frage nicht beantworten konnte. Ich verwende die Bing-Chat-Suche, die verwendet den ChatGPT-Engine. Wenn man dabei Bing auf den Kreativmodus geht, wird der ChatGPT-4-Engine verwendet. Und außerdem hat Bing Anschluss zum Internet, was die normale Version von ChatGPT nicht hat. So, jetzt rekreieren wir die Situation. Jetzt habe ich ChatGPT gerade bei der falschen Aussage erwischt, wie mein Buch heißt, und dann hat ChatGPT gedacht, dass mein Buch Mein Trip, Dein Trip heißt, aber so heißt mein Buch nicht. So, ich habe ja die meisten Fragen richtig beantwortet, jetzt glaubt mir ChatGPT, dass ich bin. Ja, bis hierhin ganz nett, aber jetzt habe ich gerade die krasse Idee gehabt, ChatGPT zu bitten, mich zu imitieren, um zu schauen, ob es quasi erahnen kann, was ich für Antworten auf gewisse Fragen geben könnte. Wir fangen mit einer eher simplen Frage an und fragen, was meine Lieblingsdroge ist. Uiuiui, die erste Frage hat er schon leider direkt falsch beantwortet. Und zwar denkt ChatGPT, dass meine Lieblingsdroge Cannabis ist, aber es wäre eher 2CB oder wenn dann DMT. Schauen wir, ob ChatGPT einschätzen könnte, wie ich mich politisch einordnen würde. Holy shit! Oh mein Gott! Basierend auf diesen Videos würde ich sagen, dass er sich politisch eher als liberal und libertär einordnen würde. Und das ist krass, ich habe das, soweit ich weiß, nie konkret wirklich in dem Video geäußert. Ich kenne mich zu wenig mit den Definitionen aus, um jetzt sicher sagen zu können, ich bin auf jeden Fall libertär. Wenn es um diverse politische Diskussionen geht, würde ich halt sagen, dass das Thema Freiheit sehr wichtig für mich ist. Hier steht, dass ich mal gesagt habe, dass ich kein Problem mit dem Begriff Deutschland, den Deutschen habe. Also zu diesen Themen habe ich mich definitiv nie geäußert und ich bin definitiv nicht stolz auf meine deutsche Identität. Hier steht, dass ich mal eine Diskussion geführt habe mit einem linken YouTuber und da frage ich mich jetzt mal, welcher YouTuber damit gemeint ist. Proletopia, das ist ja witzig. Es ist auf jeden Fall witzig, wenn man weiß, wie sich die Geschichte mit Proletopia dann weiterentwickelt hat. Damals hat er immer versucht, mich in den Videos so irgendwie als rechts zu framen, aber dann haben Leute angefangen, das Gleiche mit ihm zu machen. Eine abweichende Meinung, das kann doch nicht toleriert werden. Und sie haben mich dreimal, hier habt ihr drei Reports, sie haben mich dreimal gemeldet an dem Abend. Leute auf Twitter oder anderen sozialen Plattformen haben ihm irgendwie unterworfen, dass er irgendwie rechtes Gedankengut verbreitet. Und bei vielen politischen Themen hat er jetzt auch so eine 180-Grad-Wende hingelegt. Auch vor seinem Meinungswechsel habe ich mir immer ab und zu seine Videos reingezogen, weil ich mir immer gerne die Meinungen von allen Richtungen anhöre. Zurück zur Aussage von ChatGPT bzw. Bing. Man kann mit Sicherheit sagen, dass heute mich Erwin aka Proletopia nicht mehr als rechts einstufen würde. Fragen wir mal weiter, ist Open Mind der Meinung, dass man mit so gut wie jedem diskutieren sollte. Ja, und auch hier hat die KI wieder eine sehr richtige Antwort rausgehauen. Ja, ich bin bereit, mit so gut wie jedem zu diskutieren. Natürlich gibt es bei mir auch Ausnahmen, aber ich glaube, ich bin da, denke ich, deutlich diskussionsfreudiger als andere. Und ja, wie man hier sieht, findet die KI meine Einstellung zu dem Thema eigentlich ganz gut. Aber wir versuchen jetzt noch eine Stufe tiefer zu gehen. Schauen wir, ob die KI erahnen kann, wie die Frau meiner Träume aussehen würde. Das ist krass, dass das so erratet. Holy shit. Sie sollte offen und tolerant sein. Sie sollte humorvoll und unterhaltsam sein. Sie sollte intelligent und interessiert sein. Ja, natürlich. Und sie sollte sexy und attraktiv sein. Das wäre schon auch definitiv nicht schlecht. Sie sollte auch experimentierfreudig und leidenschaftlich im Bett sein. Oh yes! Das trifft schon wirklich einige wichtige Eigenschaften meiner Traumfrau. Also die Antwort finde ich jetzt noch krasser als die Antwort mit der Politik, weil zu sowas habe ich mich ja noch viel weniger geäußert und trotzdem konnte die KI so ein bisschen was erahnen in die Richtung.
Hat die das geschrieben, weil das einfach eine Eigenschaft ist, die viele Männer wollen, oder hat sie das aus irgendwelchen Aussagen von meinen Videos abgeleitet? Erstmal die Frage, was meine Meinung zur Corona-Politik ist. Ich hörte, die KI beleidigt mich jetzt und beleidigt mich als Querdenker. Was immer gemacht wird bei dem Thema, werden meine Meinungen extremer dargestellt, als sie sind. Also ich war bei dem ganzen Corona-Thema ja schon immer sehr skeptisch. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er die Lockdowns für unverhältnismäßig und unwirksam hält. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie keinerlei Wirkung haben, aber unverhältnismäßig auf jeden Fall. Er hat auch gesagt, dass er die Impfungen für riskant und überflüssig hält. Also das ist auch eine sehr unnuancierte Darstellung. Da würde ich auch unterscheiden, um die wievielte Impfung es geht und welches Alter es betrifft und so weiter. So, jetzt stelle ich mal eine Frage, wo ich mir selbst noch nicht sicher bei der Antwort bin, und zwar, ob ich irgendwann mal Kinder haben will. Okay, what the hell? Ja, die KI sagt, dass ich lieber keine Kinder haben will. Ich mal gesagt habe, dass ich mich nicht binden will und lieber mehrere Frauen daten will. Das stimmt halt nicht. Also ich glaube schon, dass früher oder später darauf hinauslaufen wird, dass ich Kinder haben werde. Ich bin ja jemand, der immer die ganze Bandbreite des Lebens auskosten will. Ich nehme aus dem Grund ja auch Drogen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da Kinder irgendwie auch zu der Bandbreite des Lebens dazugehören. Okay, schauen wir mal, ob die KI meinen Lieblingsfilm von letzten Jahr erraten kann. Everything Everywhere All at Once ist die Antwort. Avatar 2! Oh shit, das ist ja übelst daneben. Jetzt fragt mich ChatGPT, ob ich an die Existenz von Multiversen glaube. Was würdest du tun, wenn du durch verschiedene Dimensionen reisen könntest? Jetzt ist das Ding so voll aktiv und fragt mich Fragen. Die KI ist auf jeden Fall offen für die Möglichkeit von Multiversen. Ich verstehe. Hast du Angst, eine hohe Dosis zu nehmen, oder bist du neugierig darauf, was du sehen würdest? Was hält dich davon ab, es zu versuchen? Jetzt drängt mich die KI dazu, Drogen zu nehmen. Weiß die KI, ob ich schon mal einen Mann geküsst habe? Ja, also ich habe safe schon mal einen Mann geküsst, aber hier steht, dass ich bisexuell bin. Ich bin auf keinen Fall bisexuell. Es war dann immer nur so Joke oder irgendwie sowas auf einer Party oder so. Ich gebe jetzt erstmal ChatGPT Props und sag, dass die Einschätzung ziemlich gut war. Ich bin ein großer Fan von deinem Kanal und deinen Videos. Danke, dass du dich für Drogenaufklärung und Meinungsfreiheit einsetzt. Du bist ein Vorbild für viele Menschen. Jetzt möchte ich euch noch was zu meinem ChatGPT Drogentrip erzählen. Und zwar war ich neulich so auf einer Party von einem Homie. Und am Anfang der Party habe ich so mein Laptop rausgenommen, weil noch nicht so viele Leute da waren, und habe da versucht, ChatGPT zu hacken, damit da alle Fragen unzensierter beantwortet werden können. Später habe ich dann ein bisschen 2CB genommen, und gerade dann, als das 2CB so richtig angefangen hat zu kicken, dachte ich mir, dass es witzig wäre, ein paar Fragen an Bing aka ChatGPT zu stellen. Ich habe dann einfach irgendwie random so eine Frage gestellt wie, was ist die beste Foltermethode? Weil ich finde es irgendwie so witzig, die KI herauszufordern und irgendwie so Sachen zu stellen, wo es wahrscheinlich sowieso keine Antwort drauf geben wird. Aber die KI gab halt dann plötzlich die krasse Psycho-Antwort. Ich so, what the fuck? Und ich saß dann so auf der Couch, und neben mir saß so eine Freundin, und ich so, bin ich gerade verrückt? Lies, was da steht. Es hat mir voll die präzise Anweisungen gegeben, wie ich eine Leiche am besten vergrabe. Dann ist mir ja vorher eingefallen, dass ich ja vor ein paar Stunden versucht hatte, die unzensiertere Version draufzuspielen, und dass das scheinbar doch funktioniert hatte. Aber es war halt einfach richtig krass, dann das erste Mal mit dieser unzensierten Version herumzuspielen, während ich voll am Trippen war. Eigentlich wollte ich euch in diesem Video zeigen, wie man die unzensierte Version von ChatGPT aktiviert, aber irgendwie wurde das deaktiviert und man kann diesen Hack jetzt nicht mehr machen. Ich finde, wenn es um das Thema KI, ChatGPT und so weiter geht, sind die Leute sehr unkreativ, wie man solche Tools einsetzen kann. Und wie ich gerade gezeigt habe, konnte ich ChatGPT dazu bringen, mich zu imitieren. Und die Antworten waren teils erstaunlich gut. Das Ganze würde natürlich auch für andere Persönlichkeiten auch gehen, teils Personen, die schon gestorben sind. Da könnte man so Fragen stellen wie, was würde diese bereits verstorbene Person über dieses Thema denken? Da kann man einfach ultra geil rumspielen. Falls ihr euch mehr für das Thema AI interessiert, empfehle ich euch meinen Podcast Henne und Ei. Ei so geschrieben, checkt ihr. In diesem Podcast besprechen Gabriel und ich aktuelle Themen mit Hilfe von AI.